Hallo meine Fotzibärchens und ping erstmal. Da trinken wir aber jetzt nicht aus der Flasche, sondern wir schütten das ein, weil heute ist ja wieder was? Püppchen auspacken und... Ja, und hier Donnerstagsbier. Ja, genau. Aber ich mach das bestimmt schon wieder zu schnell. Ja. Läuft mir gleich hier die ganze Rotze schon wieder über, ey. So, was trinken wir denn heute? Ja, weiß ich, bin ich eigentlich doof? Ist das eine grüne Flasche? Ja, eigentlich, du bist doch... Wieso hol ich eine grüne Flasche? Du bist doch gar kein grüner Biertrinker. Nee, So, tschechisch imported Lager. 4,5, auch das... Brandal, das heißt bestimmt Panther oder so. Ja, hier, was denn? Ja, steht ja Panther, ne? Ist ja auch ein Püppchen. Passt aber zu den He-Männern und so. Ja, ne? Panther so oder Panther und Battlecat und so. Was man auf Panther heißt, auf Tschechisch Pardal. Oder Pardor. Galdal. Wir sind stolz, dir ein einzigartiges, von echten Kennern entwickeltes Bier zu präsentieren. Erstklassige Zutaten, Tradition, Erfahrung und die Leidenschaft unserer Braumeister verbinden sich zu einem kräftigen, bernsteinfarbenen Bier für echte Kerle. Ah ja. Ja, dann, das passt doch zu den E-Mailern und so. Na, dann. Ja, die Farbe, die ist schon mal geil, ne? Stimmt. Also, das 4,5. Also der Schaum ist auch auf jeden Fall gut. Geil ist hier oben auf der Flasche, finde ich geil. Guck mal hier, dieses Wappen. So Wappen drauf. So Wappen drauf, viermal. Oder fünfmal, zwei, vier. Guck mal hier, der Schaum. Ja, der Schaum ist auf jeden Fall. Ja, ich habe hier auch top, guck mal. Ja. Boah, guck mal, wie schön das hier jetzt läuft. Guck mal, hier kriege ich auch noch ein schönes Geil, ne? Ich mache das auch nicht ganz so voll. Ich sag das für 6, vom Schaum her auf jeden Fall 6. Ja, bei mir ist aber 7, du, Alter. Ja. Ist, Oh, mal Geruch. Ja. Oh, das riecht ein bisschen süß. Ja. Was ist denn da drin überhaupt? Bier. Ja, aber was zu zustarten hier. Wasser, Gerstenmalz, Sorten, Hopfen. Und das war's. Ja. Gerstenmalz, Sorten. Oh, ja. Ja, der Geruch ist sehr angenehm. Ich finde den auch sehr angenehm. Boah, ich muss mich rasieren. Da bin ich bei 7. Ja, 7 mache ich auch. 7 bin ich auch. D'accord mit. Mhm. Und jetzt rein damit. Ja. Ui. Das war mal ein Schluck auf. Oh, ist bitter. Das hat ein bisschen was. Das haben wir gar nicht angestoßen, ne? Nee, deswegen habe ich dich so angeguckt. Aber so, macht ja nichts. Ach, ich bin schon da. Macht ja nichts. Weißt du? Wir sind heute auch fleißig, ne? Also, ja, früh, heute. Es ist die Sonne da, jetzt blendet es gerade wieder. So her. Passiert viel. So, wir haben auch noch was anderes. Ich wollte noch mal eben kurz hier sagen zu dem Geschmack. Das erinnert mich ein bisschen an Ritterpilz. Ritterbier? Ja, sehr bitter. Dortmunder Ritter, war das nicht auch so leicht bitter irgendwie so? Das war früher so ein gängiges Kneipenbier auch. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr pilziger, sehr intensiv pilziger Geschmack. Ja. Oh, das ist doch ganz schön kalt geworden, ne? Dafür, dass wir das vor 2 Stunden das reingetan haben oder so. So, bevor wir aber zu diesem Ding hier kommen, ja, ich stelle es mal weg, zeigen wir euch erstmal, was es heute geht. Ja, nicht zum Bier trinken, sondern zum Spielzeug auspacken. Genau. Oder? So, um Keldor und Kronis das Doppelpack. Guck mal. Sehr, sehr geil. Ja, preisintensiv. Kosten Fuffi. Finde ich. Ja, 25 Euro eine Figur ist dann schon hart, ne? Dafür das geht. 39,95. Das wäre mein Preis. Ja. So, wo ich sagen würde, okay, ne? Aber. Ist ja auch schon wieder verwunderlich, weil die Palace Guard, die war als einzelne Figur in so einer Packung, da haben wir ja schon gesagt, warum machen wir nicht so ein Doppelpack? Genau, was hatte die gekostet? Die hat 34 gekostet. Eine. Ja gut, weil dann wäre es fast bei 70 Euro normalerweise, da ist schon wieder dann ein Fuffi, ne? Aber ja, toll. Dann ist die Spezialverpackung. Aber ich kenne die Figuren, ey. Ich kenne mich jetzt aus bei Motu. Ich weiß genau, wer das ist oder zu wem der wird. So, gucken wir mal die Abenteuer der Rückseite. Da sehen wir Keldor und Kronis und Trapjaw. Ja. Treecrops. Ja. In seinem komischen Mini-Comic-Outfit. Da gab es ja so eine Spezialfigur. Okay. Ja, die war dann irgendwie nach 2 Minuten ausverkauft bei Mattel. Krass. Merman, Evelyn, ja, Beastman. Gegen Stratos, King Randor und ja. Man at Arms wahrscheinlich, ne? Ja. Einfach so ein Kampf im Palast. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist nichts weiter im Hintergrund, was uns irgendwelche Aufschlüsse geben könnte oder. Nö, irgendwie nicht. Auch hier, ja, auswechselbarer Kopf, haben wissen wir alle. Und da kann man auch sehen, aus welcher Wave das ist, weil da war gerade Gesundheit. Danke.
Da war nämlich gerade hier Clem Champ und Battle Armor. Ach, krass, ey. Das ist schon älter. Ist das so richtig schon, ne? Das ist schon älter. Aber schön ist, dass die unpunched sind halt, ne? Die sehen auch super aus. Und sehen top aus. Also wie nur aus dem Karton und direkt in die Vitrine gestellt. Ja, Spielzeug Paradies Müller, ne? Weißt du, was ich ja ganz schön finde jetzt? Alter, das ist ja geil. Das ist gestanzt. Das ist hier das Moto-Logo. Das ist wie heißt das? Nee, nicht gestanzt. Wie nennt man das? Prägniert? Nein. Nicht prägniert. Geprägt. Mal wie nett, ich komme ja nicht drauf, ich trinke mal schon. Das ist so ein bisschen hier. Das ist sehr geil, man fühlt es, man fühlt es, ne? Also das ist top. Ja. Und mit dem Glänzen wieder, ne? Und dem Stumpf. Gucken wir auch hier nochmal. Ah ja, stimmt hier. Sieht man auch keine Hinweise auf irgendwas. Nee, guck mal so, das Bild wird auch wieder zu einem, ne? Ja. Das ist wieder geil. Und mit dem Stein. Und hier am Rand sind aber auch noch irgendwie Actions, vielleicht ist da was. Ja, da ist Beastman, Triclops, Merman und Evelyn im Dschungel. Die da so ein bisschen rumlaufen und hier auf der anderen Seite ja so ein Lurch. Geil. Ja, oder meinst du, das könnte hier Cobra Khan sein? Ja, nee, oder? Nee, aber der hat ja keine Froschhände, ne? Ja, Cobra Khan. Das wird irgendwie so ein Viech sein. So, wie machen wir das denn jetzt auf? Das ist jetzt schon wieder die nächste Herausforderung. Kann man. Ach, guck mal. Ja, da kann man das nicht vielleicht hier so auf. Ach, guck mal, sieht fast aus, als wäre das verklebt. Das sind zwei Laschen, oder? Guck mal. Nee, das sind hier okay. diese Bügel. Ja, das ist wie bei der Palace Guard, ne? Wolltest du abknibbeln? Ja, ich versuch's mal einfach. Knibbel mal. Letztes Mal haben wir mit Messer uns ja irgendwie 3 Stunden einen abgebrochen. Ja, das war sehr fein wieder. Ich hab's mir letztens angeguckt. Also das, immer wieder schon. Eine Fürchterlichkeit. 6,5 Stunden später. Guck mal, die eine Lasche ist schon raus, Alter. Ja. Ach, guck mal. Jo, das ist ja super. Das ist ja schon mal ganz nett. Ja, dann können wir die andere jetzt auch rausziehen. Ja, dann machen wir das so und kleben das. Ja, das ist ja mal richtig schön geworden. So, ja, das ist ja mal schön geöffnet. Das ist gar nicht in 2 Laschen. Jetzt kriege ich aber richtig Licht ins Gesicht hier. Das ist hier Eternia-Licht, weißt du, der Strahl. Meine Güte, ja, dann dürfte das Auspacken ja auch gar kein größeres Problem mehr sein. Was war denn vorne dieser Sticker da? Das war mir im Laden schon aufgefallen. Heo Exclusive since 1996. Was ist denn Heo? Also sagt mir jetzt nichts. Kenn ich auch nicht. Wahrscheinlich ist vielleicht so eine Ladenkette in den Staaten oder so. Wüsste ich jetzt nicht, was das ist. So, guck mal hier, schön rausziehen. Ja, guck mal, super. Zack. Fein. Guck mal, der Stab, ich sehe schon den Stab. Das hier, bei der Palace Guard hatten wir blau, jetzt haben wir rot im Hintergrund. Wir stellen das das ist schön, ne? Lass mal hier. Ja, ja, okay, das ist gut. Da kriegen ein bisschen Schatten ab. So, dann sieht man dich aber halt. Macht ja nichts. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Da haben wir einmal den guten Kronis und Keldor natürlich mit einem Havoc-Stab, mit einem Schwert kommt geil. Jetzt aber, da uns das Licht so entgegenstrahlt, sieht das geil aus jetzt von hinten, ne? Das sieht so cool aus. Durchsichtig. Ja, ja. Und ein Skeletor-Kopf noch. Und der Skeletor-Kopf, der hat wie so Rubine da drin. Tatsächlich, yo. Also ist ja geil. Der leuchtet wirklich richtig. Vielleicht ist das deswegen so teuer. Also, ja, weil da Rubine drin sind. Weil da Rubine drin sind. Guck mal, mir leuchtet schon der Kopf hier. Oh ja, das sowas. Hier, die ganze Schuhe ist mir an der Seite. Guck mal, ich kann leuchten. Oh, jetzt denke ich, jetzt nicht. Jetzt denke ich, jetzt nicht. So, jetzt geht die Scheiße wieder los. Aber warum ist denn da kein Trapjaw-Kopf bei? Ja, das wundert mich auch, ne? Also normalerweise wäre es dann, ne, weil das wusste ich auch schon, ne, dass hier der eine da zu Dings wird, zu Skeletor, der andere zu dem anderen Dings, zu Trapjaw. Genau. Ach, guck mal hier. Das dürfte doch heute mal kein Problem sein, das da rauszuholen, oder? Aber ist das, es gibt doch auch verschiedene Skeletor-Geschichten, so. Hatten wir ja schon mal, ne? Zu Skeletor, wie er zu Skeletor geworden ist, oder? Ja. Ist das denn jetzt so wie bei Krieg der Sterne hier, Kanon und Legends und so, oder wie beruht da was? Das ist eigentlich komplett unterschiedlich. Das hat ja angefangen, dass Skeletor in den Minicomics ganz zu Anfang ist ja auch so ein Dämonenportal gekommen. Ja, aus einer anderen Dimension und der Bösewicht. Einmal halt, so, ne? Tür auf, hallo, hier bin ich. Hallo, hier, ja. Unabend! und in der 2000X-Serie, da kam dann halt das mit Keldor. Ah, okay. Ich dachte, das wäre früher auch schon so gewesen, dass er dann irgendwie da. Das war später erst. Keine Ahnung, sich mit Bier übergossen hat und dann ist ihm die Haut von der Backe gefallen oder so. Ich glaube, der ist auch in Säure gestürzt. Ja, ja, irgendwie sowas habe ich da gelesen. Er hat ganz schön komisch schräg die Weste an, ne? Die war jetzt schon so schräg. Ja. Also, das sieht doof. Ja, das ist nicht cool. Das ist hier so ein bisschen
Schön ist jetzt, guck mal, wenn das Licht so hell kommt von der Sonne, dann sieht man besser. Ja, dann brennt mir ganz schön in die Fresse hier. Das muss ich dir mal sagen. So. Aber also die Weste ist aber komisch. Nee, die eine Seite ist auch so dünn, das ist wirklich bewusst so gemacht. Ja. Dass das so, so schräg irgendwie ist. Oh, hier hinten kann er noch irgendwas reintun, sehe ich schon. Drei so verschiedene Sachen. Da sind. Ach jo. Aber gucken wir uns, aber, ja gleich, gucken wir uns gleich genau an, würde ich sagen. Wozu? Weil er hat ja seinen Arm noch mit ihm. Ja, ja. Ach, ja, mit dem Kopf ist geil, Alter. Ey, also. Das ist ja, das ist echt. Also der Kopf sieht echt edel aus. Die Reflexion, ne? So. Seht ihr ja alles in der Nahaufnahme. Das ist echt spitze, ey. Oh meine Güte, die Sonne blendet hier auch ganz schön rein. Naja, gut. Ja. Ganz schön lange Haare gehabt, der Skelett doch früher, wa? Ja, guck mal hier. So ein bisschen Ministerfrisur, ey. Ja, ein bisschen. Wenn einer hier so ein, wie heißt der, Keldor? Keldor. Hat er, wenn einer so einen Keldor-Kopf überhaupt, schickt ihn doch mal, dann können wir so eine Ministerfigur customizen. Da. Own Creation, so kreatieren. Diesen Ziegenbart. Ja, ja, geil. Und, was mir auch auffällt, zwei Haltehände. Nicht jo. Einmal diese offene. Endlich die mal, die endlich. Ja, ja, stimmt. Dann kann er hier nämlich in einer Hand hier schön so. Und das Schwert. Starten. Und vor allem hat die Daumen hoch, ne? So. Geil, Alter. Der alte Lurch, ey. So, das mit dem Stab finde ich super, das reflektiert jetzt gerade, das kommt so geil jetzt gerade mit dem Gegenlicht. Also. Das sieht wirklich richtig fresh aus. Das ist echt sehr nice. Dann haben wir seine Knarre hier noch in der Hand. Da Pew, so, Pew. So, hat er so eine ähnliche später auch gehabt als Scratcher? Aber nee, dann hat er ja, ja, die Aufsätze. Ne? Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum diese Einhänger da hinten dran sind. Da ist nichts bei. Da ist ja keine Waffe dabei. Aber wir haben ja hier Ich wollte gerade sagen, wie ist das denn bei dem Trapjaw? Den Origins Trapjaw hier, der hat ja seinen Gürtel. Ja, jetzt könnte man mal gucken, ob man die hier rausnehmen kann. Aber man kann das ja, könnte das ja hier abschrauben und da dran packen. Ach ja, und dann stimmt. Gucken wir mal, ob dann kannst du den schon ein bisschen... Ja, guck mal hier. Geht? Ja, kann er ja, cool. Reinstecken. Ja, sehr geil. Das haben sie ja dann schön gemacht. Das ist ja wirklich gut, weil dann könntest du den jetzt wieder customizen und den da draus machen. Wie war das denn? Die Köpfe, der Kopf geht auch bei ihm ab? Ja, die Köpfe kann man abnehmen und dann tauscht man die aus und dann tauscht du einfach den Waffenarm da aus. Ja, klar, und dann das ist cool. Kannst du ihm das auf den Rücken packen, die ganzen Waffen, und hier hat er halt... Das ist nicht schlecht, ne? Das ist haben sie schön gelöst. Ja, halt mal die so halt mal das Bier fest. So, hier den Kopf. Jetzt haben wir aber ja natürlich noch eine andere Verköstigung. Das habe ich bekommen von lieben Jungs von Arroganz. Und zwar ist das hier Nordberliner Agent, ne? Ach, die waren in Oberhausen, ne? Ja, die haben mir das mitgebracht. Da, mach doch mal einen Taste. Ich habe es aber im Zuge der durch die Nacht vergessen und habe gesagt, so... Ach, nee, da hast du ja auch noch nichts getrunken gehabt in der Nacht, wie man im Video sehen kann, ne? Nö, nicht so viel. Ach, komm hier, wir schenken dir. Ja, riech doch erstmal, was das ist, ey. Ja, oh, nee, direkt rein hier. Wir machen jetzt schönes Kevin nicht mehr... Wir machen ein schönes Herring-Gedeck. Guck mal, der Busbote, der Paketmann guckt. Ich hab's auch nicht voll gemacht. Ja, ja. Wir können hier rausgucken und dann sehen wir mal schöne Dinge auf der Straße. So, so, riech mal. Ah, ja. Was, oh ja? Ich weiß nicht. Ach, der riecht das gleich wie so ein... Ich hab schon die Nase voll hier. Ja. Was riecht denn das? Riecht so nicht so nach Weihnachten? Nee, so ist zimtig ein bisschen. Ja, Zimt hatte ich gerade auch irgendwie. Ja, echt so hier Milchreis mit Zimt. Und ja, stimmt, so ein bisschen wie Milchreis mit Zimt. Ja, komm rein in den Kopf. Oh, ja, aber das muss ja auch schmecken, ne? So. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Das schmeckt bestimmt scheiße. Sonst hätten wir mein Kopf, ey, ihr habt jetzt schon leuchtenden Kopf. Das wird hart. Damit. Oh, guck mal, zing, Alter. Da gehen die Haare direkt hoch. Voll, Alter, ey. Und ja, das schmeckt aber... Das nicht verkehrt. Naja, das hat schon... Also, wenn man Schnaps mag, oder ist es, glaube ich, gar kein Schnaps, ist ein Likör, ne? Ja, feiner Bitterlikör. 31%. Okay, ich wollte gerade sagen, der hat ja mehr als 15% wie so ein Likör, ne? Das ist schon... Ja, komm mal zurück zur Püppchen. Da ist der Tag gerettet. So, jetzt hier. Was haben wir denn noch? Ja, Keldors Brustharnisch. Jetzt brauche ich mir natürlich ein Skeletor, habe ich natürlich wenig hoch. Ja, weißt du, da bereitet er sich wohl extra vor hier mit dem Trapjaw, aber nein. Jetzt muss ich natürlich auch da ganz hinten hin. Was? Eine Fürchterlichkeit. Wir gehen in die Werbung. So, da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Ja, wenn man sieht, guck mal hier, ich finde den Harnisch. The same. Ja, das ist der gleiche. Ne? Aber hier, der Lendendings da, ne, was da drüber baumelt, das sieht andere Farbe halt, ne? Dunkler.
also die, der Lendenschurz ist dunkler. Man sehen würde, es blendet. Und es ist, ist natürlich auch angemalt. Hier oben ist so grün und hier so ja. Pink. Und das ist hier halt alles einfarbig. Ja, mit den X-Knochen halt. Na ja, klar, das ist... Und da hat er schon seine komischen Krallenfüße irgendwas. Und hier... Oder Stiefel. Also so Stiefeletten. Ja. Ne? Natürlich den Umhang noch. Ja, der cool, ist, so, ist der weich, oder? Ja, das ist so weich. Ah, okay, ja, ja, cool. Ein bisschen wie der von... Wie ist der denn befestigt? Der hat hier so ein... Ach, der hat eine Kordel da, so ein Band da dran. Gummikordelband. Okay, cool. Wenn du den abnehmen willst, musst du den Kopf halt... Ja, gut, ja, das ist ja gut. Besser, als wenn du wieder so Plastikdinger hättest. Das geht wahrscheinlich schneller sonst kaputt. Ja. Oder wenn es hier jetzt im Brustpanzer da hinten reinklemmen müsstest. Alles gleich. Ja, guck, die Haare, genau. Ich wollte mal... Die sind auch so... Ja, so leicht halt, ne. Ja, geiles Teil, ey. Ja, das ist super, Alter. Also der sieht echt fresh aus. Weil die kommt ja jetzt geil eben. Wenn du jetzt den Skeletor-Kopf drauf machst, wollte vorhin schon sagen, kannst ja mit dem hier austauschen, aber das ist ja... Ja, direkt. So, jetzt kann ich auch endlich mal hier den Umhang sehen. Ach, das geht wieder schwer drauf. Ah, das ist ja, die Kordel ist sogar Plastik. Oh, die geht bestimmt schnell kaputt. Das ist Plastik. Ja, ja. Das ist kein Dings, nee. Scheiße. Das ist hier echt so, oh. Ja, das ist ein Danger, ja gut, aber vorsichtig mit sein. Den stellst du da hin, da machst du ja jetzt keine Dingsecken. Wenn man jetzt die Köpfe vergleicht, finde ich, ich habe ja jetzt hier den Vintage Head Skeletor zum Vergleich, da finde ich den von dem, das müssen wir Faxen machen, ne? Was denn? Ja. Finde ich den von Keldor, ja, sieht der finsterer aus, der sieht auf jeden Fall bedrohlicher aus, finde ich. Wenn man den Kopf jetzt vergleicht. Ja, aber weißt du, was mich gerade extrem nervt? Warum, guck mal, der Hals, das sieht doch scheiße aus. Ja, ich habe den, glaube ich, nicht richtig drauf hier, oder? Meinst nee, du? Doch, ich habe den. Das ist ja scheiße, der hat ja so wie so einen Doppelnackenhals. Ach ja, stimmt, wie so ein Das sieht nicht toll aus. Also, guck mal, hier ist er ja wenigstens ganz normal in Shape. Habe ich den nicht richtig drauf gepackt? Nee, der geht wahrscheinlich nicht anders. Oder? Nee. Nee, der ist. Also, das ist ja, das sieht ja aus wie so ein Turtleneck. Han Solo. Ja, es ist schon ein bisschen... Da, ja, weil guck mal, wie lang das ist hier im Vergleich jetzt hier. Ja. Also das sieht, vor allem von vorne sieht das hier weil das so... Naja gut, wenn er jetzt den Umhang um hat, okay. dann ja. sieht man... Pass auf, mach jetzt nicht so, guck, gleich zerreißt das Ding, ey. Und jetzt zerreißt das. Ja, dann müssen wir das nochmal abmachen hier. Genau, dann sieht es vielleicht nochmal anders aus, weil er dann ein bisschen höher geht, ne? Oh, jetzt ist dann der Mitte durch. Ist ja egal, das sind ja alles austauschbare Teile, ne? Man kann ja alles mit allen hier verbinden. Da laufen die Beine hier rum, ey. Eigentlich ist das ja Beastmans Aufgabe, ne? Ja, stimmt. Übrigens auch schön, ja, hier, ja klar, ja, gut, das kurz bei dem anderen ja auch hinten, diesen Gürtel hier, ne, mit dem Lendenschützer. Also, das ist sehr, sehr schwer. Ball Jones da drauf zu machen, das ist echt, das ist schwer. Ja, ja guck mal, jetzt. Ja, okay, das wirkt dann schon mit anders. Mit ja, den ja, Dingen sieht das schon wieder anders aus. Ja, das ne? wird. Ich wollte eigentlich nur für die Nahaufnahmen, dass er wieder viel zu filmen hat, weißt du, ja, deswegen ja, sage ich das. So, zack, haben wir den wieder zusammengesetzt, jetzt haben wir hier einen. Ja gut, da wirkt das schon anders. Dann. Evil Skeleton. Alter, das ist aber gerade echt sehr irritierend. Komm, bleib stehen. Der linke Fuß da ein bisschen tiefer. So. Ja, dann geht es schon wieder eher. Aber ja, es ja, ist ja, trotzdem, man sieht aber das. Aber macht so ein bisschen irgendwie so. Ja. Hier, wie sieht das denn hier? Wie Master Blaster, ne? Ja, von der hinten. Auch, der hatte doch genau, auch von hinten. Sieht ja, das, guck mal, von hinten sieht das super aus. So, ja, der hatte doch auch immer so einen komischen. Ja, ja, bei Mad Max 3, ne? Mad hier, Donnerkugel. Ja, ja. Super auch. Ach, ich kann gar nicht trinken, weil hier Trapshaw die ganze Zeit mein Bier festhält, ey. Das ist Saufnase. Ja, und jetzt gucken wir uns natürlich auch nochmal Trapshaw an im Vergleich zu Kronis. Kronis übrigens, ne? Und wir trinken heute kein Kronenbier halt so. Mann, ey. So, was hat er denn? Das ist eigentlich die gleiche Figur unten, alles gleich. Was ist dem denn passiert, dass sein Gesicht völlig entstellt ist, Mann? Ja, man, Skeletor mit dem Landshark drüber gefahren. Die anderen, aber wirklich jetzt auch Scherz, also, dass man das sagt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay. Also hundertprozentig bin ich mir nicht sicher, warum das so ist. Das wissen die Leute in den Kommentaren bestimmt viel besser als ich. Hoffe. Schreibt es einfach mal, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nicht. So, Juppe, alles gleich. Er hat natürlich noch keinen Gürtel. Okay. Er hat noch zwei Teile und die warum hat er denn da dann als Trapshaw diesen Gürtel mit dem Totenkopf drauf? Ist das, weil er irgendwie was gewonnen hat oder so und kriegt hier den? Ja, so hier, WWF. Ja, ja irgendwie sowas hier. Und er hat auch ein grünes Gesicht, da ist er noch blau.
Ja gut, ob grün oder blaues Gesicht geht's, ne? Ja, aber eben, das ist ja auch witzig, ne? Weil alles andere von ihm ist ja blau geblieben dann halt, ne? Ja. Nachdem er dann irgendwie ein bisschen auch hier die biomechanisch umgebaut. Die Seitenteile sind alle biomechanisch, ne? Das sieht man ja. Ja, stimmt, Gelenke da ist es, so, da ist es ja, da ist so er fleischig, sag ich mal. Ja. Ja, aber hier oben diese Oberschenkelschützer, die sind auch gleich, ne? Die Beine. Die scheinen eh gleich zu sein, ne? Ja, die Unterpartie da und nix, der Oberkörper sind dann gleich. Ja. Anders ist nur der Kopf und die Arme. Ja, ja, klar. Und das war's dann halt. Aber was ich auch witzig wieder finde, dieses, weiß nicht, Seilwinden-Ding oder für was soll das sein? Er hat in beiden Helmen halt, ne? Diese Öse. Hat er diese Öse drin, ja. Also warum? Ist, keine Ahnung. Ist ja auch in der Werbung so geil. Aber da hängt er doch am Seil, oder? Ja, er hängt am Seil und fährt dann da so runter und dann steht ja noch unten drunter bei der Werbung irgendwie Seil nicht im Lieferumfang enthalten. Also, halt ja, ey. Amis halt. Ja, das ist ja auch echt strange, ne? Also, ja. Ja, finde ich jetzt Kronis besser oder Trapjaw? Nee, Trapjaw ist natürlich, also das ist hier. Ja, gut, ja, das ist ja auch ganz klar, da nichts Favorit. Mehr drin war. Ja. Der ist ja auch ikonischer halt, ne? Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass die meisten, ich wusste auch nicht, bis ich irgendwann da irgend so ein Motodoku mir angeguckt habe oder so, oder über die Comics dann und die Origins dann, das halt da auch mit Skeletor halt und so, ne? Mhm. Mit Keldor halt, das und das so und so halt ist so. Aber ich glaube, den Skeletor-Kopf nehme ich ab. Aber auch geil, jetzt stellt er den hier hin auf das Sichtbrett und die Figur, die eigentlich drin war, so völlig scheißegal. Ja, die Knarre finde ich ganz geil. Die ist schön fett und die hat was, ne? Die hat auch noch kein anderer. Boah, dieser Kopf, ne? Das abzukriegen, aber das ist geil. Michael Schanze hier, weißt du? Da brauchst du ja 1, 2 oder 3. Da brauchst du echt ein bisschen Kraft. Das mit diesem Kopf, das ist geil. Guck mal, das liegt auch tief in den Höhlen drin halt, ne? Ja, ja. Also wenn du guckst, das ist geil. Das ist wirklich wie das so, ist ein geiler Effekt, das wirkt super. Ich glaube, mit bestimmtem Licht und so. Das ist wie Hammer. So hier Indiana Jones. In so einem Genau. In der nee, also mit dem Kopf gefällt er mir eindeutig besser. Ja, klar. Definitiv. Ja, das ist cool so. Ja, und dieses Schwert, das mit diesem durchsichtigen halt so, ne, mit diesem transparenten und so, das ist richtig geil. Aber was ist das, weil er da so Macht durchpowert? Das guck mal, das ist wieder so, als wenn ich so mache, guck mal, jetzt meine Hand wieder. Geil. Aber ich weiß, an was mich die Farbe erinnert, von dem Schwert und von dem Havoc-Stuff. Kennst du diese... hier so diese Weingummi, diese Lutscher. Ja. Die haben auch mal so mit. Du meinst, die großen hier, die mit dem Lochdraht und mit dem Loch dran. Ja, stimmt. Diese Schnuller oder? Ja, genau, Schnuller heißt es. Die sind halt oben manchmal so gelb und dann gehen die auch ins Dunkle. Ja, stimmt, dann fegen die halt so ins Dunkle halt. Und dann esse ich auch lieber immer die dunklen anstatt die. Ja, das erinnert mich voll an so Weingummischnuller. Lass doch mal probieren, ey. Ja, ich dann nicht mal so. Beiß mal rein. Mm. Oh, scheiße, Zahn abgebrochen, ey. Kacke. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das hier habe, weil ich immer in Actionfiguren beiße. Muss man das für 50 Euro haben? Ja. Und dann noch zweimal? Und ja. Wenn man so bescheuert ist wie ich, sage ich ja. Wenn man so ein Casual-Sammler ist, dann würde ich mir sagen, ja, weiß ich nicht, muss man Bock drauf haben. Den Keldor finde ich halt richtig hammergeil. Der ist echt toll, also der sieht so. Find ich auch gut. diese Waffenlösung bei Kronis finde ich super. Ja. Das hätte ich mir bei dem anderen gewünscht. Ja, aber wie, ne? Weil er hat ja nur einer Seite das Ding, das geht ja nicht. Aber gut, da kann man ja ein bisschen variieren dann halt. Wie du sagtest halt, machst du halt den Bionic Arm da dran halt so. Das ist auf cool. Jeden Fall ein schönes Set. Der Keldor ist echt super, egal. Mit 50 Euro halt. Bisschen teuer, aber ich sag mal so, in Deutschland sind die hier offiziell nicht rausgekommen. Deswegen haben wir hier die Packung, die wir hier haben, das ist ja auch eine US-Packung. Deswegen ist das halt das da. Ne? Hier steht ja drauf Retro Play, Style Retro und Juego Retro. Ich wollte gerade sagen, guck mal hinten halt, wegen verschiedenen Sprachen halt. Ja, hier, das ist aber türkisch hier. Jo, krass geil. Aber hey, Aufstieg des Bösen, es steht Deutsch drauf. Steht sogar drauf. Aufstieg des, ja. Ach, guck mal, die Sicherheitsleute, jetzt gehen sie zu den Graffiti-Leuten. Ja. Kurzer Break hier, wir gucken da ja draußen. Oh, war ja. Aus dem Fensterfernsehen. Ach, hier steht auch Deutsch drauf, modernes Design. Ja, hast du das nicht vorhin sogar vorgelesen? Ich weiß nicht. Nein, ich habe es, glaube ich, gesehen, aber...
Aber das ist so krass, weil ich habe das noch nirgendwo hier im Laden gesehen. Guck mal unten, ob dann hier muss ja auch. Hier steht ja auch, einige Artikel werden nicht in allen Ländern vertrieben. Geil. Aha! Geil. Steht sogar drauf. Cool. Tja. Guck mal, ob hier unten diese Sicherheitsdinger von uns. Ah ja, gut, hier ja, ist ja, das. Ja, das ja, ist da, ja, Zeichen ja. Und das ist halt was, aber guck mal, wie viel Scheiß hier wieder ist, ne? Das ist ja, Scheiße. Das ist ja massiv, was da alles. Wer soll denn da durchblicken? Überleg mal, du willst jetzt. Für deine Kinder kaufst du Spielzeug und dann willst du das natürlich, dass da nicht die und die Weichmacher sind und. Ja, also hast du was unten auf jeden Fall einiges. Krass. Ja, aber das ist ja krass. Da ist ja dann, auch, ja, aber da ist ja dann der Hinweis, ne? Einige Artikel werden ja, in allen Ländern vertrieben. Steht dann halt drauf, aber gibt's. Aber auch nicht wo, wann, nö. Wie, warum. Also das ist auf jeden Fall importiert. Das ja, aber schön, dass es in deutschen Spielzeuggeschäften aber gibt, ne? Also. Ja, in dem einen. Ja, immerhin. Smith Toys hat versagt. Tja. Ja, das wundert mich eh, dass da so große Ketten da nicht irgendwie, ne, weil die hatten ja früher auch schon, wie hieß das immer hier, Sear oder so. Sears, ja. So Specials gab es dann auch bei Toys R Us früher dann und so weiter, ne? Das war ja auch immer ja, so. Ja, weil das eine Ami-Kette war, dann ist das halt von Toys R Us Ami-Land hier rüber gekommen. Okay. Smith Toys ist ja ein irisches Unternehmen und also wenn ich mich jetzt nicht vertue, ja, doch, stimmt, wir hatten da, ne? Wenn du dich nicht irrst, sind das Iren. Wenn ich mich nicht irre, sind es Iren. Wollt ihr mal den kürzesten irischen Witz der Welt hören? Geht ein Ire an der Bar vorbei. So, und mit diesen Worten, wir spielen jetzt mit dem Püppchen, mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Halt, stopp, richtig, der Andreas hat's richtig gesagt. Was haben wir wieder vergessen? Natürlich... Die Geschmacksbewertung. Ja. Wir müssen nur noch mal trinken. Ja, mal probieren. Also ich habe nur noch ein bisschen. Dann nicht. Ja. Och, ich finde das gar nicht so unlecker. Ich bin 6. Ich mache eine 7. Eine 7, ja. Alles klar, dann kommt jetzt die Gesamtwertung und wir geben dann vielleicht noch mal zurück zum Abschalten oder so. Seht ihr dann ja, ne? Jetzt kommt bestimmt noch ein dummer Spruch von ihm. Aber jetzt, dann weiß ich's. Ihr könnt jetzt abschalten. 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 Abschalten, abschalten. Oh, abschalten, abschalten. Heute mal mit richtig schöner Mittagssonne filmen. Oh, das ist ganz schön hell. Ich kann gar nicht gucken. Ja, das blendet schon. Ey. Das ist ja voll so staub. Ich hab noch nie mal die Fenster geputzt. Wir sehen gar nicht so dreckig aus. Ne? Hier, auch wenn die Rollos immer unten sind. So viel Dreck kommt da nicht. Ja, so. Das schmeckt aber ja nicht so scheiße, das Bier. Nö, also gekühlt, ich glaube, so zimmertemperiert wird das scheiße schmecken. Ja, ja, aber. Aber kalt geht das. Ist fast schon ein bisschen zu kalt, aber. Also, warte mal. Ja, wir haben ja heute noch was, da kommen wir ja später. Ups, jetzt habt ihr auf den Tisch getropft, ich alte Sau. Schon wieder? Was? Das warst du vorhin. Also, im anderen Video. Geh, gleich gibt wieder alle drum, ey. Boah, ey. Ich hab auch schon wieder leer die Kanne, ne? Ich hab auch die ganze Zeit Alkoholfreies im Trinken, weißt du, aber das zieht sich auch schon wieder gut rein, ey. Kacke. So, ach guck mal, jetzt können wir uns auch schön so... Ja. Abgestandene Füße. Was denn? Abschalten, 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 abschalten. Mach aus da!